Werner. Da bist du ja. Willkommen im Jahr 2023. Ja, willkommen. Du kriegst gleich Hustenanfälle, wa? Ja. Ja, ja. Auch natürlich euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2023. Mehr Gesundheit. Bleibt so, wie ihr seid und werdet ein bisschen besser, so wie wir. Immer. Ja? Immer zweimal mehr wie du. Ich habe gehört, sind alle gut rübergekommen. Hier gab es keinen Feuerwehreinsatz und nichts. Nicht so wie in diesem Vorort hier von Borkheide, genannt Berlin oder wie das heißt. Ja, da will doch keiner hin. Das ist doch nicht normal, oder? Was nein. Da abgeht. Also eigentlich ist das nicht normal, kann mir keiner erzählen. Hier scheint es ja alle wirklich gütlich abgegangen zu sein. Ich habe auch extra gelauscht, ob ich so Blaulicht rundum höre. Man hört das Blaulicht, das hört man nicht. Das Blaulicht, sieht man. Doch, ich höre mal Blaulicht. Du hörst es, ja. Der glaubt mir nicht. Siehst auch die Sirene, ne? Ja, ja. Das ist schön. Ich höre das Blaulicht und sehe die Sirene. Und ja, einige Polenböller waren auch wieder unterwegs hier. Ja, ich war gar nicht draußen übrigens zum Knallen. Ich habe auf meinen Hund aufgepasst, der hat wieder mal gehechelt und hat dann gesagt, okay, bleibe ich bei dir, pass auf dich auf. Ja, die Hunde, die mögen das ja nicht so sehr. Und ich weiß nicht, wie das mit den Hühnern ist, ob die auch hecheln. Hast die du gackern. Die nee, gackern? Ich habe keinen, jetzt nicht so, nee. Mhm. Ansonsten scheint es ja ganz gut alle über die Runde gegangen zu sein, bis auf, was ich gelesen habe, irgendeinem Hund, der in Borgwalde das Weite gesucht hat. Ich hoffe, ihr habt ihn schon wieder gefunden. Der dann, ja, festmachen den Hund. Ohne Leine geht gar nicht bei Knallereien. Nee. Kriegen die das Laufen und dann halten die nicht mehr an. Zum Glück einmal im Jahr, so zwei Tage. Ja. So, was haben wir jetzt so, hier? So, was haben wir noch? Wir grüßen das neue Jahr. Damit fangen wir an. Schnee war nicht. Zumindest nicht das, was aus Wolken fällt oder so. Nee. Ist mir nicht bekannt. Aber wir haben natürlich das neue Jahr zünftig begonnen. Waldbad Borgheide. Matze, warst du auch da? Natürlich war ich da. Ach, natürlich warst du ja auch da. Du gehörst ja mit zum Inventar. Ne? Ja, irgendwie. Ja. Ja. Und da war endlich mal wieder seit 2019, glaube ich. Das. Nee, 2020 war noch, weil 20 war noch, 20 letzte, war noch Eisbahn. Mal letzte Eisbahn. Ja. Und 23 jetzt das nächste. Und natürlich waren wir mit Fotoapparat und Kamera und Videokamera dabei und haben für euch ein paar Eindrücke. Bitteschön! Volley-Schuss machen wir nicht heute. So, und jetzt einer bis rüber, ja? Passt. So, und für die kleinen Dinge des Lebens ist der Martin zuständig. Hier, du kannst auch einzeln reinwerfen. Die nachfolgenden Veranstaltungen verzögern sich um wenige Minuten. So, jetzt los. Jetzt könnt ihr starten. Schön hier vorbeimarschieren.
Weil Fotos haben wir jetzt hier noch nicht dabei. Nee, sind noch nicht aber ganz fertig. Aber die kommen dann auf die Seite www.waldbad-bornheide.de unter Fotos. Ich konnte gar nicht so viele Fotos schießen, weil ich war festgebunden am Tisch. Genau. War ja verheizt, wie man sehen konnte. Und herzlichen Glückwunsch übrigens den Gewinnern. Schön, dass ihr euch verkleidet habt. Und wie wir gehört haben, waren es diesmal 10 mehr als Eisbader als 2020. Also ich habe beim schnellen Durchziehen 60 gezählt, es könnten auch 62 gewesen sein. Mhm. Muss ich mal die Videos vielleicht, nein, das schaffe ich nicht. Eisbahn ist ja auch eigentlich Blödsinn gewesen bei den Temperaturen, oder? Das war kein Eisbahn. Aber gesehen, dass Eis drin war und da sind wir vorbereitet. Ja, das machen wir auch. Speiseeis reinmachen können. Wasser ist 4 Grad. Ich möchte bei 4 Grad jetzt nicht ins Wasser gehen. Das nicht ist doch. Ich wäre ja auch reingegangen, aber ich hatte keine Zeit, ich konnte nicht. Ja, ihr wart schon mutig gewesen, alles super. Gut, und die nächste Veranstaltung ist nicht anbahnen, sondern? Anlaufen. Anlaufen, und zwar am? Rot anlaufen. Weißt du wann? Ja, am 8.1. Am 8.1. 10 Uhr ist der Start am Vereinsraum des BSV 90 am Sportplatz zum Neujahrslauf, so wie ich gelesen habe, der 18. Circa so in der Art. Einmal 6 Kilometer, einmal 12 Kilometer habe ich gehört und ausgerichtet wird diesmal von BSV 90 und von der DLRG. Die Absicherung, Bockheide. Die Absicherung, genau. Und Streckenposten. Die Laufstrecke ist äquivalent angelehnt an die Strecke vom Waldbadlauf. Mhm. Wer also da schon mal mitgemacht hat, es sind ja einige DLRG-Schilder auch noch draußen an den Bäumen, wo es in den Wald reingeht. Ich denke mal, verlaufen wird sich keiner. Ein paar Streckenposten haben wir auch. Und es wird gegrillt am Sportverein. Und der Hartmut macht auch einen Glühwein. Und ich habe in der letzten Sendung gesagt, mein Laufpensum wird sich beschränken auf den Weg vom Grillstand bis zum Glühweinstand. Da muss ich jetzt aber für uns beide sagen, was reimt sich auf Glühwein? Nein. Nicht bei den Temperaturen oder wie, ne? Nee, nicht für uns. Für uns ja sowieso nicht, weil wir stehen ja im Januar immer trocken. Genau. Deswegen gibt es jetzt auch nicht zum Anschluss noch, wir trinken ja noch ein Glas Milch. Nein. Mu. Wasser. Wir machen jetzt wieder, wie jedes Jahr, unseren bewährten trockenen Januar. Genau. Halten wir tapfer durch. Heute Morgen hat sich einer beschwert, nämlich mein Sohn, nachdem ich das letzte Bier gestern weggetrunken habe und er hat nachts keins mehr gefunden hat. Ja, wieso? Das ist Januar. Na eben. Gibt's nichts zu trinken? Nö. Das sag mal. Was ist das für eine Einstellung? Ja, nee, wir halten ja wirklich tapfer durch und sollte uns bekommen, vielleicht ein bisschen Sport, sodass wir natürlich mit frisch gestärkten Figuren dann wieder in die Frühlingssaison starten können. Ist übrigens nicht mehr so lange, denn wir haben ja die Wintersonnenwende schon hinter uns. Die war ja am 21. Dezember, falls du dich noch erinnern kannst. Und seitdem gehen die Tageszeiten, also die wieder steil nach oben. Nachts wird es wieder kürzer. Da habe ich flach gelegen am 21. schon. Ja. Aber es wird jetzt wieder heller langsam. Und ich denke mal, guck mal, wir haben jetzt schon Januar, fast Mitte Januar, am 2. Januar. Ja. Und ab März gehen die Temperaturen schon wieder nach oben. Also in 2 Monaten. Da ist ja, was war Waldbaderöffnung, ne? War dieses Jahr Februar? Im März? Februar, Ende Januar. Nee, machen wir nicht. Weitergeht. Wird im Mai passieren. Ja. Jo, wir wollten uns mal wieder melden und euch nur mitteilen, dass wir natürlich wie all die Jahre auch dieses Jahr am Ball bleiben und in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen immer mal ein Video machen. Vielleicht wird es sogar. Vielleicht Filmchen schneiden. Genau, Filmchen schneiden und immer noch Spaß dran haben. Mal sehen, was wir für Themen dieses Jahr so vorgesetzt bekommen. Freuen uns natürlich auf euch und freuen uns natürlich auch über eure Kommentare bei uns hier unter YouTube. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, wie man sieht. Hier zum Ende kommt immer diese. Da ist eine Glocke, die müsst ihr anklicken. Und wenn ihr die Glocke angeklickt habt, kriegt ihr immer eine E-Mail, dass wieder ein Video online ist. Und dann findet ihr uns immer wieder. Mhm. Abonnieren, liken. Aber nicht nur bei Facebook, weil wir teilen es zwar bei Facebook, sondern wenn ihr das bei YouTube macht, ist es besser für uns. Bei Facebook auch, aber da ist ja nicht jeder bei Facebook. Bist du dir sicher, dass du noch kein Laberbier hattest heute? Ich habe kein Bier. Hörst du nicht auf zu reden? Nein, ich hab Kaffee getrunken. Okay, das erklärt es auch. Ja, genau. Und für alle, die nicht mitlaufen wollen, nächsten Sonntag und ihr um 10 Uhr zum Beispiel einen Spaziergang machen wollt, die Läufer kommen vom Sportverein vorgelaufen zum Fußgängerüberweg. Ihr könnt auch anfeuern, wenn ihr nicht mitlaufen wollt. Anfeuern ist auch möglich. Mhm. Wenn sie rauslaufen, anfeuern, dann zum BSV 90 rüber, Frühstück mit Bratwurst. Frühstück mit Bratwurst.
Fisch gibt's nicht, ne? Nee. Na gut. Frühstück mit Bratwurst. Ja, okay. Ist ja nicht jeder eine Marmeladenstulle. Genau. Genau. Viel zu viel Zucker drin. Egal. So, bis dahin wird es ordentlich nass in dieser Woche. Ach Gott. Ja. Toll. Ja. Mittwoch schüttet es ordentlich. Du könntest deinen scheiß Job als Wetterfrosch ruhig aufgeben. Der bringt nichts Gutes. Jörg ist der Wetterfrosch. Jörg ist der Wetterfrosch. Ja, ja. Der macht das Wetter und ich erzähle nur, was der fabriziert. Wisst ihr Bescheid? So. Das war's, ne? Ich glaube ja. 8.1. war der Lauf und dann melden wir uns wieder nach dem Lauf. Mal gucken, ob der nächste Woche oder übernächste Woche. Müssen wir mal sehen, was hier noch so aufschlägt. Das ist schon am Wochenende. Da sehen wir uns schon wieder. Ach du Christ, ich bin nicht so. Ja. Jo, das war's. Wir freuen uns auf euch. Wir sind dabei wieder am 8. auf dem Sportplatz. Machen wir sicherlich auch einen Einlauf. Wir filmen den Einlauf. Kannst du das rausschneiden, bitte? Das ist ein bisschen komisch. Auf Wiedersehen und guten weiteren Start ins neue Jahr wünschen der... Bleibt gesund, der Lutze und... Matze. Und tschüss. Mach weg.